Warum engagiere ich mich für FPZ? Während meiner aktiven Zehnkampfzeit habe ich immer wieder erfahren müssen, wie wichtig Rückengesundheit für meine Leistungsfähigkeit war. Gezieltes Rückentraining war schon damals fester Bestandteil meines Trainingsprogramms und hat mir geholfen, über 10 Jahre Weltklasseleistung trotz meiner Rückenproblematik abzurufen. Immer mehr Menschen leiden unter Rückenschmerzen, womöglich aufgrund fehlender Bewegung im Alltag oder einseitiger Belastung. Daher unterstütze ich FPZ bei der Aufgabe, Menschen in Bewegung zu bringen, Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern. Um dein Ziel zu erreichen, egal ob es jetzt eine Olympiamedaille ist oder deine persönliche Gesundheit, du brauchst einen Plan. Gehen wir diesen Weg, werden wir Erfolg haben. Wir werden belohnt für unseren Einsatz und das fühlt sich verdammt gut an. Mach auch du dich auf dem Weg zu deinem persönlichen Ziel. Es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen. Aller Anfang ist schwer, aber du schaffst das und wir helfen dir dabei. Wir kommen zur Kombiübung und zwar in Rückenlage. Dazu sind die Beine angewinkelt und die Hüfte werden wir langsam anheben und senken. Dabei rollst du den unteren Rücken Wirbel für Wirbel auf und wieder abwärts. Wenn du dich jetzt schon ausgelastet fühlst, machst du nur so lange mit, wie du kannst. So, wir machen jetzt den Unterarmstütz ähnlich wie bei der Liegestütz. Dabei haben wir das Gewicht auf den Unterarmen, das Becken ist abgehoben und die Spannung wird aufgenommen. Der Bauch bleibt dabei immer leicht angespannt. Wenn du dich jetzt schon ausgelastet fühlst, machst du nur so lange mit, wie du kannst.
In Bauchlage nimmst du deine Arme im rechten Winkel, die Ellenbogen auf Schulterhöhe, den Oberkörper heben und senken. Die Beine bleiben am Boden. Die Ellenbogen gehen nach oben, die Stirn zeigt zum Boden. Wenn du dich jetzt schon ausgelastet fühlst, machst du nur so lange mit, wie du kannst. In Rückenlage verschränkst du die Arme vor der Brust, kommst mit dem Oberkörper hoch, die rechte Hand jetzt zum linken Knie, Oberkörper wieder tief und zur anderen Seite. Dein unterer Rücken liegt dabei fest am Boden. Dein Kinn geht bei der Aufwärtsbewegung zur Brust. Die Bewegung ist fließend. Wenn du dich jetzt schon ausgelastet fühlst, machst du nur so lange mit, wie du kannst. Mit Dehnungs- und Entspannungsübungen lassen wir das Training heute ausklingen. Dabei fährt der Puls runter und der Körper kann sich etwas erholen. Den Arm lang über dem Kopf, den Oberkörper zur Seite neigen. Die Hüfte bleibt gerade. Du ziehst nach oben, seitwärts.
und zur anderen Seite. Du kommst wieder zur Mitte. Stelle beide Beine an und kippe sie geschlossen zur Seite. Atme dabei ruhig ein und aus. Und zur anderen Seite. Jetzt streckst du dich ganz lang aus, Arme nach oben und einmal tief ein- und ausatmen. Genieße die Dehnung. Langsam kommst du wieder hoch. Prima, jetzt bist du auch wieder fit. Ich freue mich schon auf unseren weiteren gemeinsamen Weg. Bis bald, dein Jürgen Hingsen.